Menschen aus Oberösterreich. Bezirk Linzland. Bernhard Gruber, aufgewachsen in einer kleinen Landwirtschaft am Stadtrand von Wels, lebt heute mit seiner Familie in Neuhofen an der Krems. Nach einer Ausbildung zum technischen Zeichner und unter anderem auch im Bereich Werbedesign war er im Marketing beschäftigt. Sein Herz schlägt aber schon die längste Zeit für die Natur und dafür die Permakultur. Also die möglichst naturnahe Bewirtschaftung von Grund und Boden, könnte man vielleicht sagen. Und diese Leidenschaft hat er sich dann schlussendlich auch zum Beruf gemacht. Permakultur ist grundsätzlich ein Gestaltungskonzept für einen zukunftsfähigen Lebensraum. Dass man einfach schaut, dass für künftige Generationen auch noch genug da ist, dass man mit den Ressourcen sparsam umgeht, dass man mit dem arbeitet, was eigentlich da ist. Das war das Wichtigste. Wo setzt man die Permakultur um? Da braucht man ja schon ein Stückerl Grund dafür, oder? Ja, bei uns war es eigentlich so, da hat mein Vater schon angefangen damit. Er ist zufällig durch Bücher auf das Thema gestoßen in den frühen 90er Jahren. Es geht an und für sich ja ohne Landwirtschaft. Weil viele Leute beziehen sich eigentlich nur auf die Landwirtschaft, die Permakultur. Ich glaube, es gibt jetzt den konventionellen Landbau, den Biolandbau und die Permakultur. Aber so ist es eigentlich nicht. Permakultur ist generell eben ein Gestaltungskonzept. Sie haben zu diesem Thema Permakultur auch ein Büchlein herausgegeben? Ja, ich habe die kleine Permakultur-Fibel ausgegeben. Hocht sie eben noch Büchlein aus sozusagen, aber es ist doch ein Buch geworden. Da sind eben so die Grundsätze der Permakultur drinnen, eben Ethik, Prinzipien und auch die Methodik. Und dann noch verschiedene einfache Beispiele, wie man was selber umsetzen kann, bis zum Hochbeet bauen. Oder auch genauso, wie kann ich mir im Hausgarten selber Schwammerl ziehen, zum Beispiel mit dem Shiitake-Pilz. Sie haben auch das österreichische Waldgarteninstitut geschaffen. Der Waldgarten, das ist eben Idealform in der Permakultur. Permakultur heißt da eine permanente, ausdauernde Kultur. Einerseits eine ausdauernde Bodenkultur, aber auch eine ausdauernde menschliche Kultur. Und der Waldgarten ist so das Sinnbild. Man schafft eine Etagenwirtschaft. Das ist an und für sich dem tropischen Regenwald abgeschaut. Dort wächst alles ein bisschen dichter. Und wenn man bei uns in den Wald geht oder am Waldrand schaut, da wachsen auch die Bäume eigentlich alle fast ineinander. Der Waldgarten ist der arrangierte Garten für den modernen Jäger und Sammler. Es geht eigentlich darum, dass man in dem Waldgarten alles hat, was man zum Leben braucht. Einerseits die Lebensmittel, die Medizin, womöglich auch Tierfutter genauso. Und dann natürlich auch vielleicht Baustoffe, die was man braucht, oder Brennholz, solche Sachen. Der bestehende Waldgarten, den was wir bei uns im Gelände haben, der ist jetzt fast 25 Jahre alt. Und dass der einfach einen Bestand hat, haben wir das Waldgarteninstitut gegründet. Wie mit der Permakultur in Afrika den Ärmsten der Armen hilft, das und mehr erzählt uns Bernhard Gruber noch kurz nach 13:30. Bernhard Gruber aus Neuhofen an der Krems betreibt am Stadtrand von Wels das Waldgarteninstitut und neben seinen Vorträgen und Workshops engagiert er sich auch ehrenamtlich, und zwar in Afrika, wo er den Menschen dabei hilft, sich selbst zu helfen. Seit dem Jahr 2009 kehrt er dafür immer wieder nach Tansania zurück. Tansania ist zum Glück ein Land, wo sich viele Organisationen betätigen, und wir arbeiten dort eigentlich in Regionen, wo oft keine Hilfsorganisationen hinkommen. Uns geht es einfach darum, dass man die kleinen Bauern Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Es gibt überall in den Dörfern irgendwo ein Versammlungszentrum oder irgendwas, und machen wir einfach Schulungen in Richtung Naturheilkunde und dann natürlich auch mit Permakulturen dazu. Sie haben unter anderem in Tansania erlebt, wie ein tropischer Regen hereingebrochen ist, und haben dann auch gesehen, welche Verwüstung dieser Regen anrichten kann. Und Sie haben den Menschen dort gezeigt, wie sie mit Permakultur dieses Problem in den Griff bekommen können. Ja, das Problem ist generell, wenn der Boden nicht bedeckt ist und es regnet, dann wird einfach die Erde abgeschwappt oder immer eingeschlemmt. Darum ist einfach wichtig, dass man schaut, dass der Boden ausdauernd bedeckt ist einfach. Und in Tansania unten, einerseits brauchen sie Wasser, nur wenn es regnet, dann wollen sie es nicht haben, weil eben dann kommt es zu Verwüstungen in die Felder. Wir haben die Felder mit Gräben durchzogen,
Das Wasser kann da reinrinnen, entfällt in den Graben und bleibt dann in dem Wassergraben stehen. Das kann man alles bepflanzen. Und ist auch natürlich ein super Auffangbecken für organisches Material. Kuhdung, Ziegendung, alles Mögliche wird reingeschwappt und ist verkompostiert dann in den Graben. Permakultur ist aber nicht das Einzige, womit Sie sich beschäftigen. Sie haben auch ein Handbuch geschrieben über Brotbacköfen, die man selber bauen kann. Das Brotbackofen bauen, das sagt einfach auch das System Permakultur einfach so wieder, dass man einfach die Selbstermächtigung, dass man selber was tun kann. Wie kann man selber aus dem Material, was ich vor Ort habe, was schaffen, was voll funktionsfähig ist, wo ich ein extrem gutes Brot drinnen backen kann. Diese Brotbacköfen bauen Sie aus Lehm? Aus Lehm, Sand und Stroh und Brot. Und die Rezepte für das passende Brot? Im Buch selber drinnen habe ich verschiedenste andere Protagonisten auch noch. Da habe ich die Roswitha Huber drin, die sitzt in Rauris, die sehr bekannt ist, das ist die Paradebrotbäckerin. Bewunderns- und nachahmenswert, was Bernhard Gruber da macht. Bernhard Gruber aus Neuhofen an der Krems. Menschen aus Oberösterreich.